Umut Kekili, der Ex-Fußballprofi und seine Ina trauern um ihr Sternenkind. Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Umut Kekili, 38, und Ina Schnitzer, 37, müssen erneut um ein Kind trauern. Erst im vergangenen Jahr erlitt die Wellness-Influencerin eine Fehlgeburt im ersten Schwangerschaftsdrittel. Am 1. April musste sie nun ihre im Mutterleib verstorbene Tochter zur Welt bringen. Die Verlobte des früheren Fußballerprofis teilt ihren schweren Verlust mit einem Foto aus dem Krankenhausbett. In ihren Händen hält sie ihr Liebstes, das sie niemals richtig kennenlernen durfte. Mit rührenden Worten verabschiedet sie sich von ihrem Baby, meine kleine Ella. Du bist jetzt ein Sternenkind. Auch wenn wir nur eine kurze Zeit mit dir verbringen konnten, war es für uns eine so wertvolle Zeit. Du wirst für immer in unseren Herzen sein, mein kleiner Engel, Sick. Ein weiteres Foto zeigt auf einer Karte den winzigen Fußabdruck des gemeinsamen Kindes mit Umut. Noch im vergangenen Jahr zeigte sich Ina stark, obwohl sie kurz zuvor den Verlust eines Kindes erleben musste. Wir lieben Kinder, sind Familienmenschen. Noch eins wäre schön, erklärte sie gegenüber Bild. Dass sich dieser sehnliche Wunsch so schnell erfüllen ließe, hätte sie damals wohl selbst nicht geglaubt. Doch das Schicksal erzwang eine bittere Wende. Nur durch den Beistand ihrer Lieben durchstand sie den jüngsten schmerzlichen Abschied. Ich war so froh, dass meine Mutter und Umut bei mir waren. Es war für alle sehr emotional. Denn meine Mutter hatte auch am 1. April, wie ich, ihr erstes Kind verloren. Anführungszeichen. Unzählige Beileidsbekundungen sammeln sich unter Inas trauriger Botschaft. Ich muss weinen. Euch ganz besonders viel Kraft in dieser schweren Zeit, schreibt eine ergriffene Followerin. Denke an dich, du bist eine starke Frau, kommentiert eine andere. So mutig und so stark auch den Schatten zu teilen, Sick, bewundert eine weitere Inas Offenheit. Der trauernde Vater Umut hat sich selbst bislang noch nicht auf seinem Social-Media-Kanal geäußert. Die Trauer um Ella lässt ihn vermutlich verstummen. Der Ex-Partner von Reality-TV-Star, Moderatorin und Autorin Natascha Ochsenknecht, 58, und Ina Schnitzer sind seit Ende 2019 offiziell ein Paar. Im Juli 2020 wurden sie Eltern der kleinen Kaya. Ein Schwesterchen für den sechsjährigen Marcello, den Sohn der Influencerin aus einer früheren Beziehung. Im Mai 2022 verlobte sich das Paar in Paris. Ein schwarz-weiß Foto der Hoffnung. Denn nur wenige Monate zuvor hatte das Paar sein zweites gemeinsames Kind verloren. Den Ring von Ina ziert ein strahlendes Herz. Es symbolisiert den Pakt, den sie mit ihrem Liebsten geschlossen hat. Um gemeinsame Höhen zu feiern und Tiefen Hand in Hand zu überwinden. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bilde. Iantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.